Ich bin's, euer Odo. Neue Aufnahme, neues Glück. Wir sind in der Festung des Stag Lords und wir sind kurz davor, den Stag Lord fertig zu machen. Vielleicht schaffen wir das heute. Wäre schön. Ich kann mich aus meinem ersten Spiel erinnern, dass das durchaus schwierig war. Aber wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal. Wir haben leider keine. Gleich auf Anhieb. Wir haben leider keine Unterstützung. Vielleicht unterstützt uns er. Why does this not surprise me? I don't suppose I could just ask you to leave the fort in peace in the name of Aristil or whatever deity you swear by. Requires lawful. You seem a reasonable man, so you must understand the times of lawless and chaos in the Stone Lands are about to pass. Lay down your arms, surrender, and confess your crimes. A just sentence is far better than an undignified death. Okay. Er dürfte insgesamt gut sein, weil er scheinbar ein Aristil-Follower ist. Verwenden wir das. A servant of. It's been a long, long time. Many years and many atrocities ago. Also, der dürfte vom wahren Glauben abgefallen sein, oder? Nein, nicht ob abgefallen, er ist nebenbei. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das Problem ist, ich würde ihn gerne bei mir dabei haben. Das heißt, damals habe ich es nicht geschafft. Als Chaotic Good Charakter. Schauen wir mal. After a moment of silence, the man resolutely looks you in the eye. Tell you what. I won't be confessing my sins, believe me. They are numerous and grievous. But I may still be able to contribute some good. Yay! I have no hope of gaining my god's forgiveness. But if you're going to free these lands from the Stag Lord, I'll help you. Echt jetzt? Wie wär's, wenn du mir gleich hilfst? Ja, so bin ich halt. Charismatisch, gut, praktisch. Ja, gut, ist vielleicht das falsche Wort. Okay. I hope I won't regret this decision. Niemals. Hilfst du uns im Kampf auch? We persuaded Akira's Innsmore to join our side. Wirklich? Wieso ist mir das mit dem Chaotic Good Charakter nicht geglückt und mit dem Lawful Evil Charakter gelingt es mir? Finde ich nicht richtig. Okay, soweit ich mich entsinnen kann, gibt es ja einiges an Kleinvieh, was wir umlegen müssen, bevor wir den Stag Lord finden. Das heißt, ich würde sagen, wir kämpfen jetzt mal mit ein paar Typen. Wenn geht, schnell und kurz und was weiß nicht was. Und ja, kannst du das machen? Du machst das und dann gehst du hierher. Tear them apart. Kannst du eigentlich irgendeinen Kampfzauber auch? Nö, gell? Mach ein Shield of Faith auf dich. Du
and Shield of Faith of C. I won't let you down. Du? Mach mal das, Sophie. You cannot stand against me. Jana. No sales. Das war ein Schlag. Yay, Valerie. 17 Damage. Wie hast du das gemacht? Ende 8 plus 9? Bist du irre? Plus 9? Wie machst du das? Du bist jetzt Level 4. Was für Monster reisen hier mit mir? Passt. Mhm. Du machst mal das auf den hier. Weil der nervt mich. So, warte mal, du gehst daher. Du gehst auf den los. Du, meine Liebe, machst das auf den hier. Der Alchemist ist definitiv der unangenehmste in dieser Truppe. Aber du machst schon was, stimmt. Du hier gehst auf den Alchemisten los. Und du machst das da auf den Baden und darfst dich dann um den Baden kümmern. Nee. Mufasa. Da. Au. Wer hat au geschlagen? So. Jeffel. Nein. Du. Valerie, könntest du bitte auf den losgehen? Nicht einfach nur rumstehen? Oh, warte mal, was ist das? Tanglefoot Bombs. Ah, verstehe, du kannst dich nicht bewegen. Tja, Pech gehabt. Dann Tristan. Mach mal das, ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Ah! Nein! Gut. Wir haben ihn erwischt, bevor er Alarm schlagen konnte. So, puh. Das war knapp. Knapp war doch. Wir haben es geschafft. Ne? Keiner schaut mir zu? Gut. Wir nehmen nur Sachen. Die uns jetzt sofort was bringen. Den Rest nehmen wir uns erst, wenn wir aus dem Bild rausgehen. How curious. Finde ich gut. Das klingt ja gut. Haben wir leider für Natural Armor. Das ist super. Das ist noch kein Amulett, oder? Du kriegst dieses Amulett.
So, warte mal. Wir geben denen auch noch irgendwelche Tränke. Large Person ist perfekt für dich geeignet. Mage aber nicht. Immer das brauchst du. So, schauen wir mal. Du, meine Liebe. Du kannst diese Sprüche. Was ist das da? Mage Armor. Was ist das? Reduce Person. Und Enlarge Person. Ja, ich weiß nichts. Mach das. Call Lightning. Call Lightning klingt gut. Okay, und wir haben dann noch die zwei. Wand of Vanish und Wand of Magic Missiles. Was hast du da für eine? Ihr Piercing Scream. Macht Caster Level 1 und was ist die Magic Missiles? Caster Level 3, das heißt 2d4 plus 2. Oh. Schwer zu sagen. Macht bächerisch. Nehmen wir mal an, 2d4 plus 2. Scorching Ray ist vielleicht gar nicht so schlecht, lassen wir das drinnen. Na, lassen wir Scorching Ray drinnen, passt schon. Ich glaube, das passt schon ganz gut. Mhm. Ausgezeichnet. Wir sollten abspeichern. Hier wird nämlich nicht automatisch gespeichert hier herinnen. Bandit, 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 die stehen direkt hinter der Tür. Stay behind me. Mhm. Ah ja, stimmt, wir sollten das machen. Wie gesagt, wir wollen das ja alles aufbrauchen. Das und greifst den da hinten an. Mhm. Du gehst bitte daher. Und du. Machst das. Hey, I know. Was? Hey, I know you. I know your face. You are the Eldori envoy who killed Hap's fellows in the trade at the trading post. Ja, stimmt. Was die alles reden, diese Typen. Anstatt zu reden, sollten sie lieber. Echt jetzt? Was, auf mich oder auf sie? Nein, auf mich. Tristan, du weißt, was zu tun ist? Heidi, Heidi. Ja, 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 ja. Gut gemacht, Freunde. Gut gemacht. Du
Erst wieder auf damit. Das nehmen wir uns nicht mit dabei. Wir speichern wieder ab. Haben wir gerade abgespeichert? Nein. Wir speichern nach jedem Kampf hier ab. Wie schon gesagt, das ist ziemlich unangenehm hier. Oh oh. Da kommen zwei Typen. Die sollten wir. Du gehst daher. Machst dann das auf den hier. Tristan, du bleibst hier. Jaffel, du bleibst auch hier. Und der Rest greift da unten an. So, du. Greif bitte den an. Du machst das auf sie, sagen wir mal. Oh, das geht auf sie nicht, weil sie Untote ist wahrscheinlich. Org. Dann auf sie. Au. Sage ich hier nur. Bitte Zauber auf dich. So, du kümmerst dich vielleicht eher um diese Typen hier. Die scheinen das gröbere Problem zu sein. Da ist der Alchemist da. So, du gehst daher und schneidest ihn den Weg bitte ab. Und du greifst ihn von der Seite an. Und du machst das auf dich. So, du hast jetzt den von hinten an. Pink, das klang nicht gut. Die halten ganz schön was aus. Wir hätten sie gleichzeitig angreifen müssen. Stop! Bist du wahnsinnig? Ach. Offensichtlich kommst du daher. Du machst bitte noch so einen Zauber auf dich. Was ist das? Kurs 4. Ah, das können wir uns immer noch aufheben, für wenn sie versuchen, die Glocke zu läuten. Weil sie versuchen, den Stag Lord zu benachrichtigen, aber ich möchte diese ganzen kleinen Typen wegbringen, bevor wir den Stag Lord bekämpfen. Mach doch bitte das Enlarge jetzt mal auf die Amiri. Damit er ein bisschen mehr Schaden macht. Du mach das bitte auf den hier und greif ihn dann an. Du hast keine Zaubersprüche mehr, die sinnvoll sind. Den da.
Nein. Zuerst gehst du daher. Wo bist du eigentlich? Wieso bleibst du so lange? Okay. Du bist hier. Dann machen wir mal das da. Und dann... Stopp! Was tust du? Und dann machst du bitte das hier. Das hätten wir schon vorher machen sollen. Meinst du? Das schaut aber schon so aus, als würde es dich umbringen. So, und dann machst du bitte das da als nächstes nochmal. Echt jetzt? Du, hast du noch Dinger? Die sind ganz schön kräftig. Wie sollen wir den Stacklord besiegen, wenn wir nicht einmal mit den Minions klarkommen? Mhm. Mach mal das. Bescheuerter Illusionist. Du hier trinkst bitte eine Potion. Hier, greifst bitte diesen Illusionisten an. Oder? Oder den Bandit. Du greifst den Illusionisten an. Das machst du eh schon die ganze Zeit. So, trinkst du bitte was? Könntest du bitte noch einmal, nein, könntest du bitte das da auf die Amiri machen? Stopp. Wir haben den dämlichen Illusionisten endlich umgebracht. Wir müssen die zwei möglichst gleichzeitig umbringen. Wenn nämlich nur noch einer da ist, versuchen sie zu dieser Glocke zu kommen. Die ist ziemlich nah dran. Das heißt, du hier greifst ihn an. Du hier greifst ihn an. Und du hier gehst bitte daher zwischen die Typen und die Glocke. Und du hier... Ja, greifst einfach irgendeinen an. Amiri, greif bitte den hinteren an, wenn geht. So, warte mal, wieso gehst du nicht darüber? Valerie, könntest du bitte einfach daher gehen? Könnten wir bitte nicht das machen? Wo ist der dran? Ach, so ein Scheiß. Was hast denn du da für ein Dings? Cure Moderate Wounds? Echt jetzt? Wann bist du dran? Genau das wollte ich vermeiden. Ach. Shit. Ja, ja, super, jetzt ist er heraus. Ach.
kann nicht gegen die jetzt schon kämpfen. Die sind zu stark, zu viele, zu... Ach, wir haben noch nicht geschlafen. Okay, das bedeutet, wir laden neu. So ein Scheiß. Entschuldigung. Sagt man nicht. So ein Müll. Ja, ja. Okay. Okay, Mist. Wir müssen vermeiden, dass einer von diesen zwei, die da oben sind, dorthin kommen. Das heißt, wir werden die zwei als erstes killen und erst dann den Typen da unten. Der muss nämlich durch uns durch, wenn er da drüber will. Cat's Grace. Okay. So, du hier kümmerst dich um ihn. Alle anderen... Ihr hier, bleibt bitte hier stehen. Könntest du mir sagen, warum du so langsam darüber gehst? Bist du überladen? Sind wir überladen? Kann das sein? Nein, wir sind Medium. Wir sollten diese Sachen viel häufiger einsetzen, wenn wir sie schon haben. Du hier, kümmerst dich bitte um den hier. Du hier, kümmerst dich bitte um den anderen. Du hier, machst bitte Cookie Cookie auf den hier. Das ist nämlich der, der mehr Schaden macht. Und du hier, mach's jetzt einmal das da. Au. Sag ich dann nur. Du kille bitte den hier. Und du. Was ist das eigentlich? Ah, genau. Du zauberst mal das. Gut, ich hoffe, wir müssen uns um die Chaffel nicht kümmern. Du trink mal das. Chaffel müssen wir uns hoffentlich nicht kümmern, haben wir gesagt. Ach Gott. Trink doch bitte noch was. Ja, das sagen sie alle. Ach Gottchen. Mach doch bitte mal sowas. Ja, bist du das? Bist du dir sicher? Du hier machst eh nichts Besseres. Heil doch bitte mal unsere Barbarin.
die hält das nicht länger aus. Und du hier, heil dich bitte doch nochmal selbst. Du hier, kümmere dich doch mal um diesen Alchemisten. Du hier, mach doch bitte mal nochmal sowas. Könntest du vorher daher gehen? Und dann das machen? Meinst du? Könntest du aufhören, sowas zu sagen? This won't kill me. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann nämlich zutreffen wird. Mist. Ah, gut. Ausgezeichnet, Freunde. Habt ihr gut gemacht. Dieses Mal habt ihr es besser gemacht als das letzte Mal. Auch wenn wir halb tot sind. So, du hier. Kannst noch einmal das da machen. Das heilt dann zumindest dich und Amiri noch einmal. Hallo? Du hier machst das auf dich. Echt jetzt nur 9 Punkte. Dann mach auch das auch. Und auch das noch. Ausgezeichnet, wir sind wieder halbwegs genesen. Das war eine ziemlich elende Gruppe von Typen, gegen die wir da gekämpft haben. Es waren nur 3 Maxen und wir haben schon solche Schwierigkeiten gehabt. Das sollte uns zu denken geben. Was ist das? Large Person. Acid Flask. Dings. Bums. Blöder Alchemist. Haben die irgendwas Gescheites dabei? Der eine war schon ein ziemliches Mörder-Henker-Viech. 2 bis 12 Schaden. Ich will gar nicht wissen, was der für einen Stärke-Bonus hatte. Na gut, so. Soll sein. Wir speichern nochmal ab. Wir haben diese 3 Typen gekillt. Wir machen weiter. Weiterhin. Ah, da gibt es gar nichts mehr. Da gibt es nur noch Wölfe. Okay, wieso bist du nicht einfach dahergegangen? Wo es war? Dumme Wölfe. Ihr geht jetzt bitte daher und wartet, bis die Wölfe zu euch kommen. Dann greift sie bitte die Wölfe einfach an. Das sind nur dumme Wölfe, die können wir leicht besiegen, hoffe ich. Nicht jetzt? Und wieder ein toter Wolf. Haben wir gut gemacht. So, Wölfe auch tot. Jetzt überlegen wir uns, warum. Echt, kommst du nur so dorthin? Okay, was haben wir da drinnen? Engraved Bracelets. Mal schauen. Nehmen wir doch glatt. Na gut.
Wäre natürlich super, wenn wir es schaffen, dass keiner Alarm schlägt hier. Hilfreich ist natürlich bei diesen einen Typen, dass da hinten zwei Bogenschützen stehen. Mit den zwei Bogenschützen sollte das schon relativ einfach gehen. Nehmen wir auch. Heiltränke wären irgendwie nett, wenn wir finden würden. Reis nehmen wir auch, was soll's. Move the boxes. Ah, dahinter sind Sachen. That was easy. War's das? It seems that bandits wanted to build heavy fortification here. Okay. Schau an. Done and done. Ooh. Ein Cape. Und ein Glaive, mit dem keiner umgehen kann von uns. Und da hinten sind noch zwei Typen, die wir killen sollten, bevor wir den Staglord attackieren. Na gut, wir speichern wieder ab. Wir speichern die ganze Zeit ab. So gut es geht. Stimmt noch immer keiner zu? Passt. Ja. Ja. So, warte jetzt mal, könnten wir die vielleicht herlocken, dass sie zu uns kommen allesamt? Ich meine, das sind natürlich Fernkämpfer, aber es sind auch Nahkämpfer und die Fernkämpfer müssten auch zu uns kommen. Kann man mit dem reden? Da kann man es aufmachen. Das heißt, müssen wir diese Fernkämpfer da killen. Nach diesem Fernkämpfer, nach diesem Trupp hier. Warte jetzt mal, gehen wir so. Kommen wir von der Seite. Wenn wir von der Seite kommen, ist gleich gescheiter. Pferde. Mit denen wir nicht reden können. Da ist ein Bandit, noch ein Bandit. I'm not afraid. Ah ja, da sind ziemlich viele zusammen. Wir wollen, dass die hier uns nachkommen, und zwar hierher. Oder? Schon. Nein, nein, ach Gott, das Spiel reagiert so langsam. Du hast doch diesen wunderschönen Stab. Damit werden wir diesen blöden Illusionisten gleich einmal angreifen. Du greifst mal den Typen an. Du hier greifst mal den Typen an, weil er ein Widerling ist. Du hier greifst auch den Typen an. Du nimmst das und greifst auch den an. Und du verwendest das hier, um sie zu heilen. Autsch. Stopp, 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 stopp. Du hier. Was kannst du noch machen? Ah, das da kannst du machen. Das ist gut. So, das sind die Nahkämpfer. Es gibt drei Fernkämpfer. Der ist am nächsten beim Dings. Sobald wir die Nahkämpfer los sind, müssen wir die Fernkämpfer so angreifen, dass sie nicht zu dem Dings kommen.
Amiri, du gehst gleich mal daher zu dem hier. Außerdem machst du mal das, da dann bist du nämlich schneller. Jeffel? Kannst du noch was zaubern? Nö. Alle Zauber aufgebraucht. Passt, was ist das? Shield of Faith Potion. Du trinkst die mal. Du hast... Was ist das? Remove Blindness. Okay, das brauchen wir echt nicht. Machen wir Shield of Faith auf dich. Wir wollen den da hinten auf jeden Fall als erstes killen, weil die zwei sind weiter weg von dem... Deswegen haben wir Amiri zu ihr hingeschickt oder zu ihm hingeschickt, weil die ist ein ziemliches Killer-Viech. Tristan. Passt. So. Und jetzt von beiden Seiten. Nein! Shit. Gibt's ja wohl nicht. Du hast keine Zauber mehr dazu. Verdammt. Wir brauchen irgendwas, um ihn langsam zu machen. Nicht Remove Blindness, wir bräuchten für dich Dukine Blindness oder sowas in die Richtung. Ja, ich fürchte, das geht sich wieder nicht aus. Doch, es ist sich ausgegangen. Passt. Alles ist gut. Alles ist gut. Wir gehen wieder zurück. Stacklord ist nicht alarmiert worden. Done with waiting. Gut, sollen wir jetzt schlafen? Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Safe Game. Wir safen, weil wir haben wieder einen Haufen Leute gekillt. Ah, bevor wir warte mal. Wir können... Stopp. Wir können diesen Owlbear, glaube ich, irgendwie dazu bringen, dass er uns hilft. Ah ja. The caged owlbear seems to be worried. He growls softly as you approach. Looks strong enough to break the cage's door. Wir brauchen einen Lore Nature. Oh Gott, wir haben einen plus 8. Oder einen Trickery 14. Lock the cage securely to prevent the owlbear from escaping. Oder einen Stealth 19. Try to quietly kill the caged owlbear. Das ist aber nicht nett. Okay, wir versuchen das obere. Okay. Er wird uns also nicht helfen. Ist er noch freundlich uns gegenüber? Wir könnten natürlich neu laden. Das ist natürlich der berühmte Zauberspruch Load Game. Wir haben immerhin gerade erst gespeichert. Wir liefen. Wir machen das, weil wir sind fies. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Wir spielen ja nicht im ich darf nicht sterben Modus. Komm schon, Amiri, du kannst das. Yay! Yeah.
thrown at the hands of a certain druid. It's scared, angry, and wants to take revenge on these offenders. That you're not one of them, and it probably won't attack you. Wild Alba caught in the bandits is no longer a threat to us. Yay! Wir haben noch einen Verbündeten gefunden. Wir speichern ab. Okay. Jetzt machen wir Schluss für heute. Auf YouTube meine ich. Nicht für heute. Ich werde noch weiter aufnehmen. YouTube-Menschen, ich wünsche euch einen schönen Abend. Eine dritte Aufnahme mache ich heute noch, auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss euch.